أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Große Gelehrte wie Taqwuddin al-Hilali, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah und Sheikh al-Islam ibn al-Qayyim, Rahimahum Allah, haben viele Stellen aufgedeckt, in denen der Bibel der letzte Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam prophezeit wurde. Diesmal zeigen wir, was Sheikh al-Islam al-Thani ibn al-Qayyim, Rahimahullah, gesagt hat. Ein kleiner Teil von dem, was er gesagt, geschrieben hat. Es geht darum, wo Nabi sallallahu alaihi wasallam in der Tora prophezeit wurde, dem Buch, was Allah subhanahu wa ta'ala Musa alaihi salam offenbart hatte. Selbstverständlich ist die Tora heute nicht mehr im originalen Zustand erhalten. Doch die großen Gelehrten, wie Sheikh al-Islam ibn al-Qayyim, können Stellen herausfinden, auch wenn wir nicht wissen, ob der Wortlaut exakt derselbe war, aber wo wir den Sinn noch finden, wo Nabi sallallahu alaihi wasallam prophezeit wurde. Diese Prophezeiung ist auch diejenige, nach der Juden und Christen eigentlich einen wahren von einem falschen Propheten unterscheiden müssten. Es geht darum, dass ein wahrer Prophet bzw. der Prophet, der prophezeit wird, im Namen Allahs spricht und das, was er sagt, geschehen wird. Wenn ihm nicht gefolgt wird, diese Leute würden dann von Allah bestraft werden. Aber wenn das, was er sagen würde, nicht eintreffen würde, was er im Namen Allahs prophezeien würde, dann wäre er falsch. Und man müsste keine Angst haben, man dürfte ihm nicht folgen. Doch alles, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam prophezeit hat, ist eingetroffen bis heute. Es gibt zahlreiche Beispiele aus Koran und den Ahadith. Zum Beispiel die Eroberung Mekkas, die erste Pilgerfahrt aus dem Koran, aus den Ahadith gibt es mehrere zahlreiche Beispiele, dass die barfüßigen Beduinen Hochhäuser bauen werden, dass die Stunde nicht eintreffen wird, bevor die Also sinngemäß, dass die Stunde nicht eintreffen wird, bevor die Länder der Araber nicht wieder Länder von Gärten und Flüssen sein werden. Oder sinngemäß, dass wenn immer in einem Volk die Unzucht weit verbreitet ist, dass dann Krankheiten auftauchen werden, die sie davor nicht kannten. Die Eroberung Jemens, die Eroberung Ägyptens, Jerusalems, zahlreiche Prophezeiungen aus den Sahih-Überlieferungen und aus dem Koran. Und alle sind in Erfüllung gegangen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi hat immer im Namen Allahs subhanahu wa ta'ala gehandelt und gesprochen. Und der Koran, dem Allah ihn offenbart hat, 113 Suren beginnen im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lehrte die Gläubigen, im Namen Allahs zu handeln. Zum Beispiel vor dem Essen, Bismillah, im Namen Allahs zu sagen. Von daher haben die Juden und die Christen keine Entschuldigung in diesem Sinne. Denn sie sind beauftragt. Sie haben den Beweis in ihrem eigenen Buch, welcher Prophet war und welcher falsch ist. Und in ihrem eigenen Buch steht, dass wenn sie diesem Propheten nicht folgen, dass sie dann von Gott bestraft werden. Die Kriterien sind alle erfüllt. Und sie haben kein Hindernis. Sie haben keine Prophezeiung, die nicht eingetroffen ist. Alle Prophezeiungen bis zum heutigen Tag haben sich erfüllt. Allahu Akbar. Kommen wir jetzt nun zu dem Text von Ibn al-Qayyim, Rahimullah. Ibn al-Qayyim rahimahullah zitiert aus der Tora, und das ist nur Aufgabe der großen Gelehrten, die das nötige Wissen haben und unterscheiden können. Wir können dann halt die Gelehrten zitieren, inshallah. Also Ibn al-Qayyim zitiert Deuteronomie 17 bis 19. Sinngemäß. Und der Herr sagte zu mir, sie haben recht gesprochen, das was sie sagten. Ich werde ihnen einen Propheten, so wie dich, aus der Mitte ihrer Brüder erwecken. Und ich werde meine Worte in seinen Mund legen. Und er soll sprechen zu ihnen, all das, was ich ihm befehle. Und es soll geschehen, dass wer immer meinen Worten nicht folgt, die er in meinem Namen sprechen wird, von denjenigen werde ich es fordern. Deuteronomie 17 bis 19. Dazu kommentiert Ibn al-Qayyim, dies ist ein Text, den niemand leugnen kann. Wie auch immer, Juden und Christen interpretieren ihn auf verschiedene Arten. Erstens, dass damit der Messias, Jesus a.s., gemeint sei. Das ist die christliche Interpretation. Die Juden interpretieren es in drei verschiedenen Arten. Zweitens, dass das hier eine implizierte Frage sei, nämlich, wird der Herr, euer Gott, einen Propheten aus eurem Volke erwecken? Was bedeutet, dass er es nicht tun würde? Drittens, dass es über einen israelischen Prophet namens
Shamuel, Samuel, ist, a.s., um dass diese frohe Botschaft bezüglich einen von ihren Brüdern der Propheten ist, also aus ihrem Volke. Viertens, dass es über einen Propheten ist, den Allah, subhanahu wa ta'ala, senden wird, bevor der Weltuntergang ist, vor dem Ende der Welt. Er das jüdische Königreich wiederherstellen wird und erheben wird. Sie warten immer noch auf ihn, sogar bis heute. Die Muslime selbstverständlich interpretieren diese frohe Botschaft zu dem arabischen Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, und zu niemand anderen als ihm. Denn diese Prophezeiung ist über einen Propheten aus der Mitte der Brüder der Israeliten und nicht über die Israeliten selber. Der Messias, alaihi salam, Jesus, alaihi salam, war Israelite. Und er, der Messias, alaihi salam, wenn er prophezeit worden wäre, dann hätte Allah gesagt, ein Prophet aus der Mitte eurer Leute, von euch selbst. So finden wir die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, zum Beispiel in Surah 346, wahrlich huldreich war Allah gegen die Gläubigen, da er unter ihnen einen Gesandten aus ihrer Mitte erweckte, um ihnen seine Verse zu verlesen und sie zu reinigen und das Buch und die Weisheit zu lehren. Denn siehe, sie hatten sich zuvor in einem offenkundigen Irrtum befunden. Der edle Koran, sinngemäß zu Deutsch, Sura 3, Vers 164. Weiter kommentiert von Ibn al-Qayyim, die Brüder der Israeliten, sind namentlich die Ismaeliten, die Nachkommen Ismaels. Dies ist logischer in Bezug auf alle Sprachen, als zu behaupten, dass die Israeliten Brüder der Israeliten selber seien. Ibn al-Qayyim zitiert aus Genesis 16. In Genesis 16, 7 steht, aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur, sodass sie wegen ihrer großen Zahl nicht gezählt werden können. Und in einem Teil von Vers 11 steht sinngemäß, und der Engel des Herrn sprach zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen. Und am Ende von Vers 12 steht, und er soll in der Gegenwart all seiner Brüder wohnen. Und dann zitiert Ibn al-Qayyim aus Genesis 21, Vers 13, sinngemäß, aber auch den Sohn deiner Magd werde ich zu einem großen Volke machen, weil er dein Samen ist. Ibn al-Qayyim rahimahullah hat diese Verse wie folgt erklärt. Diese frohe Botschaft über eine Person, dessen Nachfahren zu einer großen Nation werden. Dies ist niemand anderes als Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alaihi wasallam, der ein wahrer Nachfahre von Ismail alaihi salam ist. Und er, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, bekam eine große Nation. Dies ist aus Hidayatul Hayy, Seite 91 bis 92 und Seite 95 bis 97. Aus SalafiTalk.net, gepostet von Bruder Mahir, möge Allah ihn belohnen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß im edlen Koran in Surat Al-Araf, in Vers 157, dies sind jene, die dem Gesandten, dem Propheten folgen, der des Lesens und Schreibens unkundig ist. Dort in der Tora und dem Evangelium werden sie über ihn geschrieben finden. Er gebietet ihnen das Gute und verbietet ihnen das Böse. Und er erlaubt ihnen die guten Dinge und verwehrt ihnen die schlechten. Und er nimmt ihnen ihre Last hinweg und die Fesseln, die auf ihnen lagen. Diejenigen also, die an ihn glauben und ihn stärken und ihm helfen und dem Licht folgen, das mit ihm herabgesandt wurde, die sollen erfolgreich sein. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.